Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Wie du vielleicht auch schon im Titel gelesen hast, geht es nur um koreanische Skincare. Ich habe 3 Wochen ausschließlich koreanische Skincare genutzt. Und wenn es dich interessiert, bleib sehr gern dran. Ich zeige dir jetzt mal meine Morgenroutine und werde dir heute Abend auch meine Abendroutine abfilmen. Ich fange jetzt mal an mit meiner Morgenroutine, indem ich mir ein Bändchen nehme, um mir die Haare aus dem Gesicht zu machen. Ist mir immer ganz wichtig. Und wie du schon im Titel gelesen hast, habe ich Jepoda getestet. Und zwar ganze 3 Wochen lang. Und man sieht es vielleicht schon aus der Entfernung. Schlecht hat es meine Haut auf jeden Fall nicht getan. Es hat meine Haut wirklich sehr gut getan. Jetzt fangen wir aber an, indem ich das Bändchen hier befestige. Das ist von Glove. Das war im Zalando Adventskalender drin, meine ich. Das stört mich schon ein bisschen, dass man hier immer so friemeln muss. Seht ihr, was ich meine? Das will nicht so ganz klappen. Ich mach's mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Haarband sitzt. Jetzt mache ich mir noch die Haare zusammen und stecke sie mir hoch. Das Haarband sitzt und jetzt nehme ich noch eine Klammer und stecke mir die Haare hoch. Dass wirklich alles aus dem Gesicht raus ist. Ich habe jetzt hier nur eine Schüssel mit Wasser vor mir und kein Waschbecken, da ich in meinem ganz normalen Zimmer sitze. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das so einigermaßen hochbekomme. Eine habe ich vergessen, die lassen wir jetzt. Ja, ich habe eine Schüssel Wasser vor mir und zeige dir jetzt auch meine tolle Bürste, von der ich immer berichtet habe, der Lumi Spa. Hier siehst du jetzt mal, wie sie jetzt aussieht, ohne überhaupt was gereinigt zu haben. Dann mache ich mein Gesicht am liebsten nass am Waschbecken. Jetzt muss ich hier schauen, dass ich das irgendwie ein bisschen mit dem Wasser hier hinbekomme. Und benutze dann den Schaum von Jepoda, der mir sehr gut gefällt. Ich bin generell ein Fan von Reinigungsschaum und der hat einen richtig angenehmen Geruch auch und macht die Haut richtig schön smooth und sauber. Jetzt der klassische Vorführeffekt. Jetzt tue ich mir den so ins Gesicht rein und gucke, dass ich ja auch genug drauf habe. Und dann nehme ich die Bürste. Und ich habe euch ja erzählt, dass das eine Bürste, die sehr tiefenreinigend ist. Und das sehen wir jetzt auch. Also wir haben hier 4 Programme. Einmal Stirn, linke und rechte Wange. Ich fange jetzt an mit dem Stirnprogramm. Da arbeite ich einfach mit dem Schaum. Im Prinzip den Dreck wirklich aus meinen Poren raus. Ihr seht auch schon, ich werde ein bisschen rot. Und wir werden am Ende natürlich auch mal die Bürste anschauen, was denn über Nacht zusammengekommen ist. Und wir sehen, ich bin fertig. Und vielleicht sieht man das jetzt auch, dass da klar ein bisschen rot vom Schaum ist, aber man sieht auch ein bisschen noch, finde ich, die Dreckreste. Das sieht man je nach Reinigungsschaum stärker oder schwächer. Jetzt nehme ich mir in meinem Fall ein Tuch. Das bekommt ihr auch dazu, wenn ihr bei Jepoda bestellt. Finde ich richtig toll. Ich liebe es, so kleine Tücher, um Masken runterzunehmen. Und jetzt auch perfekt, um natürlich das Gesicht nochmal mit Wasser abzureiben. Und jetzt ist die Haut wirklich tiefenrein. Also wirklich, das sieht man auch. Also ich sehe das direkt, dass meine Poren richtig sauber sind. Da ich große Poren habe, sehe ich das relativ gut, finde ich meiner Meinung nach. Und gehe jetzt einfach mit dem Waschlappen übers Gesicht. Normal würde ich das, wie gesagt, unter laufendem Wasser machen. Aber dass wir hier auch alles sehen, machen wir es heute mal so. Was ich zum Beispiel noch gerne mache, ich tue mit diesen Einweg-Schminktüchern mein Gesicht meistens, wenn es nass ist, abtupfen. Weil ich einfach finde, wenn ich so einen Lappen habe, den müsste ich eigentlich jedes Mal waschen, da ich wirklich sonst starke Unreinheiten bekomme. Ist zwar nicht so umweltfreundlich, aber tut mir und meiner Haut extrem gut. Und ich benutze diese Einmal-Make-up-Tücher ja nicht so oft, dass ich jetzt sage, okay, ich tue wirklich groß mehr verbrauchen. Ich benutze sonst eigentlich zum Reinigen nichts, alles wiederverwendbar von Gesichtsreinigungsbürste. Ja, so. Meine Haut sieht richtig sauber aus.
Also mir persönlich gefällt es sehr gut. Vielleicht sieht man es ja so ein bisschen besser. Hier sind tatsächlich noch ein paar Schaumreste drin, aber man sieht auch, die ist an manchen Stellen dunkler und an manchen anderen nicht, weil sich da der Dreck noch mit reinsammelt. Als nächstes habe ich den The Have Mist. Das ist, glaube ich, so wie ein Gesichtsspray, was als Step 3 genutzt wird. Also ich finde es bei Yepoda richtig cool, wenn du Anfänger bist, so wie ich bei koreanischer Skincare und überhaupt keine Ahnung hast, wie, wo, was, sind hier wirklich Sachen drauf von 1 bis 6. Finde ich richtig toll. Also der Balm zum Abschminken ist das Erste. Da ich aber morgens nicht geschminkt bin, brauche ich den morgens nicht. Den sehen wir aber nachher in der Abendroutine. Das Zweite ist der Schaum. Da steht hier genau 2 drauf. Das Spray ist hier Nummer 3. Und 4 ist unser Serum. Und 5 ist unsere Creme. Hier steht's. Da sind immer so Zahlen auch mit abgebildet. Gefällt mir richtig gut. Wenn man wirklich nicht so die Ahnung hat und noch Anfänger ist, ist das richtig cool. So, jetzt benutze ich dieses Spray wie als Toner, würde ich mal sagen, weil das einfach Schritt 3 ist. Das hydratisiert, revitalisiert und relaxt. Es riecht wirklich richtig gut. Ihr seht auch, ich habe die Produkte ausgiebig getestet. Also wirklich, wenn es nicht sogar schon mehr wie 3 Wochen sind. Morgens, abends. Ich habe sie wirklich nur für euch jetzt getestet, um euch hier eine ehrliche Meinung zu sagen und wie die Produkte wirklich performt haben. Jetzt lasse ich das Ganze im Prinzip im Gesicht einziehen und das riecht so frisch. Da startest du morgens gleich in den Tag so richtig, oh, frisch einfach. Gefällt mir richtig gut. Und das zieht auch Gott sei Dank schnell ein, denn ich bin auch nicht so der Fan, wenn die Haut ewig nass ist. Als nächstes benutze ich hier den Repair Hero. Das ist das Serum. Step 4. Wo steht's drauf? Hier. Nee. Wo steht's denn? Hier. Tut mir leid. Und da steht auch immer drauf: Good Morning, Good Night. Also kann man morgens und abends benutzen. Also ist wirklich für Anfänger super. Wenn du mal mit koreanischer Pflege anfangen möchtest, kannst du ja gerne mal vorbeischauen. Und das Serum benutze ich jetzt einfach ganz normal. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mir im Prinzip 3, oh, habe ich hier ein bisschen großzügig benutzt. Immer 3 kleine Punkte ins Gesicht. Und das hat dann schön fürs ganze Gesicht gereicht, verteile ich. Bin ja ein Riesenfan von Hautpflege geworden. Also am Anfang war Hautpflege für mich so ja schon wichtig, aber so jetzt, ich bin immer mehr ein Fan davon. Also wirklich, gefällt mir richtig gut. Und koreanische Skincare ist wirklich was Schönes. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und jetzt habe ich es ausgetestet. Und ich habe auch einen Rabattcode für dich, den ich dir in der Infobox verlinke. Aber der ist nur 2 Wochen gültig. Also wenn dich die Produkte interessieren, schau gerne vorbei. Und ja, mein Lieblingsprodukt sehen wir in der Abendroutine. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat tatsächlich, ist die Maske. Die sehen wir aber auch erst in der Abendroutine. Aber die anderen Sachen sind auch wirklich toll. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist besser wie ein anderes Produkt. Aber mir persönlich haben so 3 Produkte sehr, sehr gut gefallen und die anderen aber auch wirklich gut. Und es hat alles schön gematcht. Also das Serum ist eingezogen und jetzt tue ich noch die Day Cream drauf. Schritt Nummer 5. Ja, sehr schöne Produkte. Und ich habe gesehen, die haben jetzt auch, glaube ich, kleine Größen rausgebracht, wenn man es mal ausprobieren möchte. Das ist auch cool. Jetzt tue ich noch die Creme in die Haut einarbeiten. Und das ist auch eine wunderschöne Make-up-Unterlage, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir auch sehr gut dafür. Ich sage einfach immer wieder, die Gesichtspflege unterm Primer, unterm Make-up ist einfach das Wichtigste, weil das ist das Fundament, auf dem du dein Make-up aufbaust. Und wenn das nicht stimmt, dann sieht dein Make-up auch einfach nicht schön aus. Das ist halt sehr wichtig. Und diese Creme ist so schön reichhaltig, aber auch nicht zu reichhaltig, weil das mag ich nicht. Und die Nachtcreme, ich spoiler, die riecht so gut nach Lavendel. Ich liebe Lavendel. Ich habe euch schon gesagt, so Pillowsprays und so stehe ich richtig drauf wegen dem Lavendelgeruch. Und jetzt habe ich hier einfach eine Nachtcreme, die nach Lavendel riecht. So, meine Hautpflege sitzt. Ich habe auch keine Verschlechterung an der Haut gehabt, also mit der Akne oder so, muss ich auch sagen. Also ich habe nicht mehr Pickel bekommen, nicht weniger, aber meine Haut
Ja, wenn ich nicht mehr bekomme, spricht das schon für sich. Also sie verträgt die Produkte sehr gut und ich kann einfach nur sagen, ich bin wirklich froh mit ihnen. Und jetzt würde ich sagen, ist meine Morgenroutine nämlich beendet. Ich starte jetzt in meinen Alltag und wir sehen uns heute Abend dann nochmal zur Abendroutine wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt starten wir mit der koreanischen Pflege in meiner Abendroutine. Jetzt kann ich euch den berüchtigten der Calm-Balm zeigen. Der ist wirklich super. Also ich habe kein Abschminkbalm, der an den Rand kommt. Wirklich. Ist ein richtig toller Balm. Wir fangen aber natürlich wieder an mit dem Bändchen aufsetzen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von diesen Bändchen. Irgendwie stört es mich, dass ich das immer so vorher zusammen machen muss. So. Jetzt wieder die Haare zusammen. Und es geht los. Ihr seht gleich, was dieser Balm kann. Also es ist wirklich ein Wunder. Ich finde ihn so toll. Ich mache den guten auf. Das ist auch schon mein zweiter Titel. Ich habe ihn früher schon mal leer gemacht. Und da gibt es so einen Spatel, der kommt dazu. Und der ist perfekt. Weil mit dem Spatel kann ich mir schön das aufs Gesicht verteilen. So. Und natürlich auch an die Augen. Und ihr seht gleich, wie alles, was auf den Augen an Make-up ist, wie alles einfach verschwindet. Das ist so genial. Seht ihr das? Der holt so viel runter, der Balm. Das ist wirklich super. Also ehrlich, ich habe keinen wirklich gefunden, der an den jetzt rankommt. Das ist ein mega tolles Produkt. Ich liebe ihn. Es ist wirklich, ich habe keinen Balm gefunden, der nicht in den Augen brennt. Außer der. Und der von der Body Shop, aber da ist der im Preis-Leistungs-Verhältnis billiger. So, ich tue auch gern so meine Mascara abtragen, weil ich sie ja schichte. Ich schichte ja meine Mascara. Und alles verschwindet. Seht ihr den Unterschied? Ich finde es toll. Ich liebe Double Cleansing. Also, ich schminke mich mit Balm ab, danach mit dem Schaum, dann gebe ich mir noch eine Maske aufs Gesicht, dann gebe ich mir ein Serum drauf, ein Spray und eine Creme. Aber meine Haut tut das auch wirklich gut. Also, ich merke, sie zickt nicht rum. Klar, ich kriege noch den einen oder anderen Pickel, aber das kommt auch je nachdem, was ich esse, weil da spielt Ernährung ja auch eine Rolle mit. Und dann gehe ich gern so in den Wimpern entlang, weil wenn ich anders entlang gehen würde, würde ich ja gegen die Wachsrichtung der Wimpern arbeiten und das tut ihnen nicht gut. Und ich habe kein Brennen in den Augen, ich habe kein nichts. Jetzt nehme ich hier mal, weil ich jetzt hier nur Wasser habe, ein bisschen Wasser an die Finger und emulgiere das auf. Und dann trage ich mir das Ganze ab mit dem. Mit einem Handtuch mache ich das jetzt, weil ich den anderen gerne für die Maske benutzen möchte. Normal würde ich das jetzt abwaschen im Bad, aber ich möchte ja gleich, dass ihr den Effekt seht. Jetzt habe ich mir extra noch ein Handtuch hier mitgebracht und wir tun die ganzen Baumreste runterwaschen. Und man sieht direkt, finde ich, wie die Haut wieder zum Vorschein kommt. Aber sie ist sauber. Und es ist nichts, es gibt nichts Wichtigeres wirklich wie Hautpflege und richtig reinigen. Weil wenn ihr eure Haut nicht richtig reinigt, fördert es natürlich Unreinheiten. Vor allem, wenn du deine Haut nicht richtig abschminkst oder mit Schminke ins Bett gehst, das ist wirklich, das soll man gar nicht machen. Also wirklich, egal wie stressig der Tag ist, schmink dich richtig ab und creme deine Haut ein. Das wird sie dir auf jeden Fall danken. Also ich hatte auch schon Phasen, wo ich nicht auf das alles geachtet habe und meine Haut nicht eingecremt habe. Und das hat sie mir auch gedankt. Also nicht. Da habe ich Pickel bekommen, meine Haut hat rumgezickt. Also Skincare ist echt ein wichtiges Thema, wo ich echt für mich entdeckt habe. Und ihr seht, ich habe mit dem Balm eigentlich alles runterbekommen. Um jetzt nochmal Tiefen zu reinigen, benutze ich nochmal den Bubble Double Schaum und tue den halt so ein bisschen drauf wieder. Und gehe wieder mit meiner guten Gesichtsreinigungsbürste drüber. Dieses Mal sehen wir vielleicht ein bisschen mehr, weil ich ja noch Make-up-Reste in den Poren habe. Also wir sehen wieder, sie ist sauber. Und jetzt starten wir.
Bin gespannt, ob ich es euch jetzt so zeigen kann, wie ich es eigentlich euch damals zeigen wollte. Also heute Morgen bei der Morgenroutine. So. Ja, jetzt sehen wir es. Jetzt seht ihr vielleicht, wie die Reste da alle drin hängen, was alles noch aus meiner Haut rausgekommen ist. Es ist wirklich unglaublich, was mit dieser Bürste noch aus der Haut rauskommt. Jetzt gehe ich wieder drüber. Ich mache es jetzt halt, wie gesagt, normal würde ich jetzt einfach so unter fließend Wasser machen. Da ich aber jetzt dir natürlich alles zeigen möchte, mache ich das halt jetzt so. Normal mag ich das Set mit dem Handtuch, weil das dann doch noch ein bisschen mehr die Haut reizt. Also einfach unter fließendem Wasser abwaschen. Der nächste Step ist die Cetox-Maske. Das ist eine Maske, die macht einen schönen Glow. Ich mag keinen starken Glow, aber so einen leichten Glow mag ich echt gerne. Und das ist auch eine Maske, die so richtig schön hart wird. Wisst ihr, was ich meine? Wie diese Schlammmasken. Und das liebe ich. Also ich habe so eine Schlammmaske auch für die Schultern und so für meine Akne. Aber die ist auch echt toll. Und die trage ich jetzt mit einem Pinsel auf. Im ganzen Gesicht natürlich. Und natürlich darf man auch die Bereiche nicht vergessen, wie am Hals. Weil da, wo wirklich auch sich die unreine Haut ansammelt oder auch mal Pickel entstehen, ist es eigentlich sehr wichtig, da auch die Maske hinzutun. So, die Augenpartie natürlich aussparen und die Mundpartie. Dann hast du ein richtig schönes gelbes Gesicht mit der Maske. Oh, die ist toll. Die benutze ich so. Was benutze ich die? Gerade aktuell zweimal pro Woche in dieser reinen koreanischen Skincare. Und ich denke, ich werde sie auch jetzt danach, wenn ich andere Sachen teste, trotzdem immer noch benutzen. Da teste ich ja auch andere Masken, dann würde ich sie halt nur noch einmal pro Woche benutzen. Aber das ist ja nicht schlimm, aber sie ist echt gut. Also es ist wirklich eine Maske, die keinen starken Glow macht. Die macht so einen Glow, wie ich ihn mir wünsche, ganz ehrlich. Und das bekommt sogar... Die kommt nicht mal an die Filigora ran, die bis jetzt mir den schönsten Glow gemacht hat, finde ich. Jetzt mache ich das auch noch hier am Halsansatz. Und die bleibt jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss da immer wieder nachlesen. Genau, die bleibt jetzt 15 Minuten drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 15 Minuten wieder. Da bin ich wieder zurück. Die 15 Minuten sind vorbei und ihr seht, die ist richtig schön angetrocknet. An manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen ein bisschen weniger. Habe ich vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen. Bei der Bestellung bekommt ihr noch so einen Remover dazu. Die finde ich echt gut. Ich liebe solche Remover. Hatte ich ja vorher schon gesagt. Und mit dem kriegst du die Maske einfach wunderschön runter. Ganz ehrlich. Oh, das ist echt... Es ist halt feiner wie ein Waschlappen. Ich mag solche Remover einfach mehr, weil die, wie gesagt, nicht so grob sind wie ein Waschlappen. Es sind zwar ähnlich, aber die sind vom Stoff her ein bisschen feiner. Und ihr seht jetzt schon, die Maske geht weg und der Glow kommt. Aber es ist nicht so ein starker Glow, finde ich. Also mir gefällt der Glow, den die Maske macht, eigentlich ziemlich. Sieht man den strahlenden Glow? Klar, ich bin jetzt ein bisschen rot. Das bin ich immer, wenn ich mir im Gesicht rummache. Wenn ich mir da rumreibe. Die Maske ist runter vom Gesicht und ich finde, ich habe so einen richtig schönen leichten Glow. Gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt halt ein bisschen arg noch ein bisschen mit meinem Handtuch gerubbelt. Ja, normal mache ich das unter fließendem Wasser. Es ist halt einfach mit der Schüssel nicht so praktisch. Aber ich müsste alle Reste weg haben. Im Spiegel sieht alles gut aus. Ein bisschen habe ich mir das T-Shirt versaut, aber das ist nicht schlimm. So. Dann mache ich wieder weiter mit dem The Half Mist. Im Prinzip ist das, glaube ich, wie ein Toner. Und den sprühe ich einfach auf und lasse ihn wieder einziehen, wie in der Morgenroutine auch. Und natürlich kommt dann wieder das Serum zum Einsatz, was ich auch morgens schon benutzt habe. Und die Nachtcreme. Und die riecht so gut. Die riecht nach Lavendel. Und ihr wisst, ich liebe Lavendelgeruch. Oh, ich liebe den Geruch. So, der Mist zieht ein. Jetzt nehme ich wieder, wie gesagt, den Repair Hero, das Serum. Und tue wieder 3 Tröpfchen. 1, 2, 3. Jetzt hat es auch gepasst. Davor habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel genommen. Und tue mir das wieder in die Haut einarbeiten. Ich mache einfach sehr gerne Gesichtsmasken abends, wenn ich die Haut gestresst hatte, geschminkt hatte den ganzen Tag. Einfach, um sie zu beruhigen und zu sagen, du, jetzt wird alles wieder locker, alles wird wieder gechillt.
Und du kriegst eine Maske und dann beruhigst dich schon so nach dem Motto. Weil klar, das Make-up in den Poren und so, das ist ja für die Haut jetzt nicht so geil. Also das liebt das jetzt nicht. Also das ist ja klar. Jetzt arbeite ich das wieder schön ein und nehme die Midnight Magic Cream. Die ist mir richtig ans Herz gewachsen, weil die einfach echt so toll nach Lavendel riecht. Und das beruhigt einen dann so sehr, finde ich, wenn was nach Lavendel riecht. So. Und die arbeite ich jetzt auch wieder in die Haut ein. Ja, jetzt mache ich noch ein Wimpernserum im Normalfall drauf und mache mir Öl in die Haare. Und dann bin ich bettfertig. Natürlich noch Zähne putzen und so, ihr wisst ja. Aber von der Pflege her bin ich dann fertig. Bis auf Zähneputzen, Haare und Wimpernserum. Ja. Oh, die riecht so gut. Wie ein. Aber es ist nicht so ein starker Lavendelgeruch. Das gefällt mir persönlich halt richtig gut. So, die Gesichtscreme sitzt. Ich kann mein Dings wieder ablegen. Mein Haarband. Und kann die Haare wieder aufmachen und zu einem schönen Zopf dann machen fürs Bett. Ja, ich finde, meine Haut strahlt. Sieht richtig wach eigentlich aus, dafür, dass ich jetzt ins Bett gehe. So könnte ich auch rausgehen, weil sie sieht jetzt echt schön reichhaltig aus. Klar, ein Freundchen habe ich zu Besuch oder auch zwei, aber trotzdem finde ich eigentlich trotzdem wirklich schöne Produkte. Kommen wir zu meinem Fazit. 3 Wochen koreanische Skincare, habe ich was gemerkt? Ja. Also meine Haut ist wirklich hier in diesem Bereich, finde ich, ziemlich pickelfrei und auch sehr schön geworden. Also ich kann es nicht beschreiben. Im Stirnbereich habe ich immer so kleine Stellen gehabt, so rote und so. Und ja, sind einfach nicht mehr da. Klar, meine Pickel kommen noch raus, meine Akne ist nicht weggezaubert. Aber ich bin eigentlich echt positiv überrascht. Meine Lieblingsprodukte von diesem sind tatsächlich der Abschminkbalm. Ihr habt gesehen, wie einfach das damit runterging. Ich muss mir jetzt kurz die Haare kämmen. Ich kann mir das nicht anschauen. Und ja, der ist richtig toll, der Abschminkbalm. Also ehrlich, der brennt nicht in den Augen. Es ist einfach, es geht alles schön weg mit dem Schaum dann noch in meiner Bürste. Wirklich, ich lieb's. Das ist ein schönes Reinigungsset. Die gibt es, glaube ich, auch so zusammen zu kaufen. Also das sind wirklich schöne Produkte. Und die Maske ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Du hast einen schönen Glow, aber bist nicht zu glowy. Es passt alles. Ich mag halt nicht so einen krassen Glow, aber so einen leichten Glow. Ihr seht, meine Haut strahlt, sieht frisch aus und glowt. Und ja, die Nachtcreme ist mir tatsächlich auch noch ziemlich ans Herz gewachsen, einfach wegen dem Lavendelgeruch. Ich liebe Lavendelgeruch und finde, das beruhigt einen immer. Und jetzt seht ihr mal noch die Produkte hinter mir alle, die ich benutzt habe jetzt in diesen 3 Wochen. Und wenn ich vielleicht dein Interesse geweckt habe, schau auf jeden Fall gerne mal bei Yepoda vorbei. Ich habe wie gesagt einen Rabattcode, der steht in der Infobox. Der ist aber nur 2 Wochen gültig und die haben jetzt aber auch kleine Größen zum Probieren. Und ja, ich bin zufrieden und werde auf jeden Fall weiter den Balm auf jeden Fall täglich benutzen. Das ist eins, was sicher ist. Ich teste natürlich auch andere, aber das wird so, glaube ich, mein Hauptaugenmerk sein, wo ich wirklich jeden Tag benutze und nicht mehr verzichten möchte. Aber auch wie gesagt, die Maske einmal die Woche wird bei mir bleiben. Die Nachtcreme wird bei mir bleiben. Ich werde alles weiterhin benutzen. Vielleicht nicht jetzt 3 Wochen am Stück, sondern immer mal wieder, dass ich auch andere Sachen testen kann. Aber wirklich richtig tolle Produkte. Kann ich euch ans Herz legen. Und wenn dich koreanische Skincare interessiert, schau gern vorbei. Und wie gesagt, diese Nummerierung ist auch echt cool. Da hab sogar ich das verstanden, die keine Ahnung von koreanischer Skincare hat. Naja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder.